Ich bin ein Politiker, der in die Zukunft blickt und nicht in die Vergangenheit. Was bei den Grünen vor 20 Jahren war, interessiert mich gar nicht. Für mich ist entscheidend, dass wir in den Verfahren, die vor den Strafgerichten sind, rasch zu einem Urteil kommen. Das ist für mich entscheidend und nichts anderes. Ich unterstelle Ihnen nichts, aber ich bitte Sie umgekehrt, auch mir nichts zu unterstellen, so wie das heute auch von Ihren Rednern in dieser Sondersitzung angeklungen ist. Und ich wiederhole jeden Vorwurf, den ich hinter dem Parlamentspult tätige, auch außerhalb, weil ich mich nicht hinter der Immunität verstecke. Ihr Klubobmann hat sich hinter der Immunität versteckt. Und also ich würde Sie wirklich bitten, sich von dem zu distanzieren. Gut.